Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich habe gestern in einem anderen Video dieses Buch hier angesprochen. Die Welt im Jahr 2035 gesehen von der CIA, das Paradox des Fortschritts. Da gibt es einen sehr interessanten Absatz, den lese ich Ihnen mal kurz vor. Studien haben herausgefunden, dass Informationen, die der Meinung oder der vorgefassten Ansicht eines Menschen widersprechen, dessen Überzeugungen nicht ins Wanken bringen oder verändern. Stattdessen wird sein Eindruck verstärkt, dass diese neue Information aus einer voreingenommenen oder feindseligen Quelle stammt, was die Polarisierung von Gruppen mit unterschiedlichen Meinungen weiter verstärkt. Das ist natürlich ganz wichtig, das zu wissen, weil wenn man das weiß, dann kriegt man sich nicht mehr mit anderen so leicht in die Haare. Das ist also, deswegen hat man ja auch mal die Religionsfreiheit erfunden, weil ob es einen Gott überhaupt gibt, welcher der Beste ist und all diese ganzen Geschichten, das basiert tatsächlich alles auf Glauben. Ja? So. Und wenn Sie anhand dessen, was Sie mal gelernt haben, eine bestimmte Voreingenommenheit eingenommen haben, dann ist das schwierig, diese wieder aus der Welt zu schaffen. Ich versuche, nicht voreingenommen zu sein und mir alles an mich heranzulassen, was jemand sagt und meint, um dann selbst nochmal darüber nachzudenken. Und zwar nicht im Hinblick auf mein Weltbild oder irgend sowas oder mein Glauben, sondern ich möchte einfach nur die Fakten analysieren. Ja, das sollten Sie auch tun. Also immer im Kopf behalten, wir sind keine Missionare. Ich bin es auch nicht. Will ich auch gar nicht sein, weil ich genau diesen Absatz für sehr wichtig halte in diesem Buch, um zu verstehen, warum Menschen immer wieder aneinander geraten. Das sind Glaubensgrundsätze. Das sind nicht die eigentlichen Fakten. Und wenn man jetzt sich mal benimmt und sich nett zusammen an einen Tisch sitzt, dann kann man diese Glaubensgegensätze, glaube ich, locker überwinden. Insbesondere, wenn man selbst den Anspruch hat, wissenschaftlich arbeiten zu wollen. Okay, das zum Thema Meinung, ja? Glauben. Wissen ist eine höhere Stufe, da müssen wir hinkommen.